Also, wenn man hier spielt im Golf Club Augsburg, Sie müssen wirklich aufpassen, weil der Rough ist relativ hoch. Wir sind hier jetzt auf dem Driving Range im Augsburg Golf Club. Bevor wir gehen auf die Runde, muss man ein paar Bälle schlagen. Wir fangen immer zuerst an mit dem Sandwedge. Immer die kürzeste Schläger, nur dass man ein Gefühl kriegt für die Schlägerkopf. Bevor wir gehen auf die längere Schläger und dann Finale auf den Driver. Gehen wir auf den längeren Schläger. Schlage ich jetzt ein paar 7 Eisens zum Beispiel. Man versucht immer die gleiche Rhythmus zu machen. Okay. Now I'm warmed up. Now we're going to go to the tee box where there's a putting green and a chipping green. Ein putting green und ein chipping green, wo wir können ein bisschen kürzeres Spiel machen, bevor wir gehen auf die Runde. Okay. So. Logisch, nicht vergessen, bevor man auf die Runde geht, jeder Golfplatz hat einen anderen Sand. So, man macht 2 oder 3 Bunkerschläger, ein Gefühl für den Unterboden zu bekommen. Wie ich habe gesagt, bevor man auf die Runde geht, macht man auch ein paar Chips, nur zu schauen, wie der Ball ausrollt, wenn man ein paar ganz kleine, kurze Bewegungen hier macht. Und dann kann man ein gutes Gefühl kriegen, wie der Boden läuft und wie der Ball Richtung Loch geht. Jetzt ein paar Putts, nicht immer von derselben Stelle. Wir können um den Loch rumputten, zum Versuchen, wie die Hanglage sind hier. Oder verschiedene Länge, so wie ich jetzt hier mache. Jetzt sind wir bereit. Jetzt können wir auf die Runde gehen. Sollen wir die 10. Loch abspielen? Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, habt ihr Kommentare, ab in die Kommentare. Und ihr könnt uns natürlich auch folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Oder natürlich uns auch abonnieren. Abonniert uns, damit es auch weiterhin aufregende Videos aus deiner Stadt gibt.